Hallo, mein Name ist Jutta Richter. Mein erstes Buch habe ich geschrieben, da war ich 15 Jahre alt und ich war als Austauschschülerin in den USA und hatte ein riesengroßes Heimweh. Seitdem schreibe ich Bücher. Theaterstücke schreibe ich auch, Hörspiele, Gedichte, Lieder. Manchmal für Erwachsene, aber meistens für Kinder. Es sind so Titel dabei entstanden wie Der Tag, als ich lernte, die Spinnen zu zähmen oder Hechtsommer, der Hund mit dem gelben Herzen. Ich bin hier bloß das Kind, das Geraniengefängnis, die Katze oder wie ich die Ewigkeit verloren habe. Und vor allen Dingen, und das sind die letzten drei Bände, die ich geschrieben habe, die Frau Wolle-Trilogie. Frau Wolle und der Duft von Schokolade, Frau Wolle und das Geheimnis der chinesischen Papierschirmchen und Frau Wolle und die Welt hinter der Welt. Für Kinder muss man schreiben wie für Erwachsene, nur besser. Dieser Satz wird Maxim Gorki zugesprochen und ich habe ihn eigentlich immer als Maxime über meinem Schreibtisch hängen. Ich werde oft gefragt, wie mir meine Geschichten einfallen, ob ich mitten in der Nacht aufwache und eine Idee habe. Nein, so ist das nicht. Ich schreibe zwar gern nachts, weil es schön still ist, aber meine Geschichten fallen mir nicht im Traum ein. Frau Wolle zum Beispiel ist mir, habe ich eine sehr lange Zeit für gebraucht, um überhaupt eine Idee und ein Gespür dafür zu bekommen, welche Personen ich dort auftreten lassen will. Der Titel des ersten Bandes, der war schon sehr lange da. Frau Wolle und der Duft von Schokolade. Und eines Abends kam Gesine Wolkenstein und setzte sich auf den Besucherhocker in meinem Arbeitszimmer. Gesine Wolkenstein. Diese hagere Person mit Goldrandbrille und Augen, die die Farbe wechseln können. Die Besitzerin des schwarzen Ladens, das wusste ich genau, in der Sperbergasse, der Kinder verschluckt. Sagt, na wer schon? Zoe Sodenkamp, die Tratschtruse, die Alleswisserin, die Klatschbase oder, wie man heute sagt, die Mobberin. Und dann plötzlich traten Merle und Moritz ins Licht meiner Schreibtischlampe. Hand in Hand, weil Merle auf den kleinen Bruder aufpassen muss. Diese beiden hatten nicht nur den Fidibus verloren, jene dreibeinige Holzgiraffe mit Hut, dem besten Freund von Moritz, sondern zu allem Unglück auch ihren Vater. Nur seinen Hut hatte er zurückgelassen und den Weltempfänger, in dem die Kinder seine Stimme hören können, wenn er spät abends die Nachtmusiksendungen moderiert. Und natürlich die Geschichten von der Murkelei und den Spitzzahntrollen, die er den Kindern erzählt hat. So etwas kann man ja nicht wieder wegnehmen. Das Buch mit dem Titel Frau Wolles Welttheater und das Wolkenkinospiel. Sobald sie einen Namen haben, werden meine Figuren lebendig. Ist der Name gefunden, fängt die Figur an zu erzählen. Und ich kann anfangen zu schreiben. Drei Bände, Frau Wolle, habe ich so geschrieben. Wer neugierig auf das Geheimnis der chinesischen Papierschirmchen ist, muss den zweiten Band lesen. Dort wird er auch den sanftmütigen Schlachtersohn Sebastian Schneemilch treffen, der von heute auf morgen in der Mogelei verschwindet. Wer aber die Welt hinter der Welt sucht,
sollte sich auf den dritten und letzten Band freuen. Da wird der Stomp, der größte Lügner aller Zeiten, besiegt. Da finden Merle und Moritz endlich ihren Vater wieder. Und ganz zum Schluss löst sich das große Geheimnis um Gesine Wolkenstein und Frau Wolle.